Hier ist ein Tierrätsel. Bereit? Wenn das Tier männlich und ausgewachsen ist, nennt man es Bulle. Weibchen sind Kühe und sowohl männliche als auch weibliche Babys sind Kälber. Und, hast du eine Vermutung? Ja, ich rede von Elchen. Du hast den Titel dieses Videos gelesen, bevor du es angeklickt hast. Du wusstest bereits, dass ich nicht über Stachelschweine reden werde. Elche haben keine Angst vor uns Menschen und stolzieren normalerweise nicht vor unseren Augen umher. Diese Tatsache macht es umso verlockender, sich einem Elch zu nähern, ihn zu berühren, zu streicheln und zu füttern. Leider kann sich das aber als schwerer Fehler erweisen, was auf deinem Grabstein stehen würde: vom Elch gefressen. Von Natur aus sind Elche eigentlich nicht aggressiv gegenüber Menschen. Aber wenn du einen provozierst, können die Folgen tödlich sein. Genau wie die meisten Lebewesen auf diesem Planeten werden Elche alles tun, um ihre Babys oder ihr Territorium zu schützen und greifen an, sobald sie der Meinung sind, dass du sie bedrohst. Glaub nicht an das Missverständnis, dass Elche träge sind, nur weil sie gelangweilt und langsam wirken. Tatsache ist, dass du diesen Tieren wahrscheinlich nicht entkommen wirst, sollten sie sich für den Angriff entscheiden. Sie können eine Geschwindigkeit von 48 Kilometern pro Stunde erreichen. Wenn ein Elch angreift, benutzt er sowohl seine Hufe als auch sein gesamtes Körpergewicht, das etwa 590 Kilo erreichen kann, um den Täter zu Boden zu stoßen und dann wie eine Ameise zu zerquetschen. Wirklich? Ja, wie eine Ameise. Also stell dir vor, du genießt einen schönen Waldspaziergang im Urlaub in Skandinavien oder Kanada und plötzlich, oh je, ist das ein Elch auf deinem Weg? Solltest du weitergehen oder dich lieber zurückziehen? Das kommt drauf an. Achte auf diese Zeichen. Der Elch starrt dich an. Seine Ohren sind angelegt und das Haar an Hals, Hüften und Rücken steht ab. Er senkt den Kopf und beginnt auf dich zuzugehen. Die ganze Zeit leckt er oder schlägt er die Lippen um sein Maul und klackert mit den Zähnen. Du kannst das Weiße in seinen Augen sehen. Er uriniert plötzlich, gut, das kenne ich bei Aufregung, wie ein Pferd wirft er seinen Kopf nach hinten. Wenn du all diese Zeichen siehst oder zumindest einige davon, dann ist das ein sicheres Zeichen, dass der Elch dich gleich angreifen wird. Das Gefährlichste an diesem Tier ist aber, dass er gelegentlich aus heiterem Himmel auf dich zukommen kann, ohne Vorwarnung. Deshalb solltest du immer daran denken, dass ein Elch ein wildes Tier ist und es unklug ist, ihn zu stören. Außerdem gibt es mehrere Jahreszeiten, in denen Elche dazu neigen, aggressiver als sonst zu sein. Das passiert im Winter, wenn die Tiere hungrig und erschöpft sind vom Stampfen durch den tiefen Schnee, im späten Frühjahr und Frühsommer, wenn die Kühe ihre neugeborenen Kälber streng bewachen, und im Herbst während der Brumfzeit. Das ist der Zeitpunkt, an dem Bullen extrem wild sind, weil sie um die Gunst der Weibchen buhlen. Also hoffentlich wirst du nie dieses Wissen brauchen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und was machst du, sobald du merkst, dass ein Elch dich nicht links stehen lässt, sondern angreifen wird? Versuche nicht, den Elch einzuschüchtern oder zu erschrecken. Das wird nicht funktionieren. Verschwinde und laufe so schnell du kannst. Versuche dich hinter dem nächsten Baum, Gebäude oder Zaun zu verstecken, was als Barriere zwischen dir und dem wütenden Tier dienen kann. Wenn der Elch es geschafft hat, dich auf den Boden zu werfen, roll dich zu einem engen Ball zusammen. Nicht damit du dich als Fußball anbietest, sondern um Kopf und lebenswichtige Organe zu schützen, denn der Elch wird dich treten und versuchen, dich in den Erdboden zu stampfen. Steh nicht gleich vom Boden auf, sobald es so aussieht, dass der Elch weggeht. Warte, bis er sich weit genug von dir entfernt hat. Wenn du nämlich zu früh auf die Beine kommst, könnte das Tier zurückkommen, um dir den Rest zu geben. Du wirst wahrscheinlich nicht bestreiten, dass der beste Weg, Probleme mit einem Elch zu vermeiden, darin besteht, erst gar nicht in eine Situation zu geraten, in der er aggressiv werden könnte. Und jetzt kommen einige präventive Sicherheitstipps für Elche. Komme dem Elch nicht zu nah. Wenn du diese Tiere beobachten möchtest, beobachte sie aus einem Sicherheitsabstand von mindestens 15 Metern. Wenn du einen Elch auf deinem Wanderpfad siehst, sag Hi. Nein, überwinde deine Neugierde und wechsle die Richtung. Elche sind nicht gut im Stressmanagement, deshalb könnten sie, wenn Menschen ihnen zu nahe kommen, in Panik geraten und angreifen. Füttere keine Elche. Wenn ein Elch entscheidet, dass du ihm nicht so viel Futter gegeben hast, wie er erwartet hat, wird er richtig wütend. Wie Kinder bei McDonald's, wenn du ihnen nicht das gibst, was sie wollen. Wie bereits gesagt, kann der Riese sehr aggressiv werden. Also überleg dir zweimal, ob du ihn in Zukunft füttern willst.
Wenn du mit deinem Hund im Wald spazieren gehst, halte ihn an der Leine. Ein Elch könnte deinen Wuffi mit einem Wolf verwechseln und ihn angreifen. Stelle dich niemals zwischen eine Elchmutter und ihr Baby. Wenn du bemerkst, dass du unbeabsichtigt dazwischen stehst, verschwinde sofort. Vielleicht entkommst du noch. Wenn du fährst und ein Elch deinen Weg kreuzt, lass ihn zuerst passieren. Versuche nicht, das Tier zu umfahren oder anzuhupen, denn der Elch wird dann dein Auto angreifen. Vergiss bitte nicht, dass ein ausgewachsener männlicher Elch größer als ein Pferd ist und sein Geweih reicht in der Regel bis zu 1,5 Meter und wiegt mehr als 30 Kilogramm. Aber eigentlich ist ein Elch das am wenigsten gefährliche Tier, das du beim Wandern im Wald antreffen kannst, außer du provozierst ihn. Schlechter geht es dir, wenn du, sagen wir mal, einem Bären begegnest. Es gibt mehrere Regeln, die für alle Arten von Bären gelten. Zum Beispiel, komm nie einer Bärin mit Jungen zu nah. Die Damen passen mega gut auf ihre Kleinen auf und greifen dich viel häufiger an als die Männchen. Zeig dem Bären, dass du keine Beute bist. Vielleicht könnte beten eine gute Idee sein. Aber auf alle Fälle solltest du keine hohen Geräusche machen und nicht schreien. Das könnte den Bären noch mehr aufwühlen. Wenn du mit den Armen wedelst, mach es langsam. Falls du dich entscheidest, den Bären zur Vernunft zu bringen, dann tu es mit ruhiger und gedämpfter Stimme. Falls du jetzt schon weißt, was du dem Bären sagen würdest, erzähl es mir unten in den Kommentaren. Ohne die Augen vom Bären abzuwenden, bewege dich langsam seitwärts, das wird dich davon abhalten, zu stolpern und hinzufallen. Sei nicht hektisch oder laufe weg. Auch wenn Bären auf den ersten Blick ungeschickt und schwerfüßig aussehen, sind sie überraschend gute Läufer. Aber was die Sache noch schlimmer macht, ist, dass diese Tiere es lieben, ihre Beute zu jagen. Deshalb, wenn ein Bär auftaucht, nicht bewegen. Jetzt ist es an der Zeit, ins Detail zu gehen. Wenn das Tier, das du getroffen hast, ein Braunbär ist, das heißt, er hat braunes Fell, eine beeindruckende Größe und einen markanten Kopf zwischen den Schultern, dann spiel tot. Lasse dich auf den Boden fallen, bedecke deinen Hals mit den Händen und spreize deine Beine auseinander. So machst du es dem Bären schwer, dich umzudrehen. Steh erst auf, wenn der Bär das Interesse verloren hat und geht. Wenn nicht, schnapp dir den nächsten Ast oder Stein und greif den Bären selbst an, indem du ihm wiederholt ins Gesicht schlägst. Aber wenn du einem Schwarzbären begegnest, hilft es dir nicht, dich totzustellen. In diesem Fall solltest du dich in einem Gebäude oder Auto verschanzen. Wenn es in der Nähe keine Verstecke gibt, schnapp dir einen schweren Gegenstand und schlag den Bären wiederholt ins Gesicht. Wenn du einem Wolf oder einer Wildkatze begegnest, versuche dich größer aussehen zu lassen, um das Tier einzuschüchtern. Öffne deine Jacke, bewege die Hände oder springe auf und ab. Wie bei Bären, schrei nicht und mach keine hohen Geräusche. Wenn du etwas sagen musst, dann benutze eine leise, selbstbewusste Stimme. Wende nie dem Tier den Rücken zu oder renne weg. Das wird nur zu einem Angriff führen. Halte Augenkontakt mit dem Tier und geh langsam zurück. Beuge dich nicht nach vorne oder kauer dich nieder, auch wenn du etwas aufheben musst, denn Wölfe und Wildkatzen werden dann annehmen, dass du klein und schwach und nicht bedrohlich bist. Wenn du mit Kindern zusammen unterwegs bist, versuche sie hochzuheben, aber ohne selbst in die Knie zu gehen. Wenn du einen Felsen oder Ast erreichen kannst, ohne dich bücken zu müssen, wirf ihn in Richtung Tier, um es zu vertreiben. Wenn das Tier auf dich zukommt, tu dein Bestes, um stehen zu bleiben und benutze jeden schweren Gegenstand, den du finden kannst, um das Tier abzuwehren, bis es flieht. Puh, diese Tiere kann man also im Wald treffen. Elche, Wölfe, Bären. Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich möchte jetzt im sicheren Zuhause sitzen und Schokopudding essen. Vanillepudding ist auch ziemlich gut. Findest du nicht auch? Was ist mit dir? Bist du schon einmal einem echten Elch oder einem anderen Wildtier begegnet? Schreib über deine Erfahrungen mit wilden Tieren in den Kommentaren. Wenn du heute etwas Neues erfahren hast, dann gib diesem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden. Aber geh noch nicht in die Küche, um dir jetzt Schokopudding zu kochen. Wir haben noch über 2000 coole Videos für dich, die du dir ansehen kannst. Klicke einfach auf das linke oder rechte Video, lehn dich zurück und erfahre mehr über die Welt. Denk dran, bleib auf der Sonnenseite des Lebens.